Hallo Leute, ich begrüße euch mal wieder an Bord der Avenger. Ich glaube in einem Raum, den ihr noch gar nicht kennt aus diesem Let's Play. Nämlich in der Psi-Soldaten-Ausbildung im Psi-Labor. Leider ist das gar nicht die Folge, die für heute vorgesehen war. Glücklicherweise habe ich noch genug Zeit, um euch diese Folge hier noch aufzunehmen. Warum sage ich das jetzt so komisch? Ich war eben gerade dabei, die eigentliche Folge für heute zu rendern. Und wie ich mir die so durchgucke, merke ich, dass das Videomaterial nicht in Ordnung ist. Und zwar so lange, dass ich die nicht verwenden konnte, die Mission. Und alles, was da davor lief. Tut mir schrecklich leid. Ich mache euch so eine kleine Zusammenfassung. Sind einige Sachen fertig geworden, wie eben dieses Psi-Labor. Haben einige Psi-Soldaten ausgebildet. Ich habe davon einen jetzt schon einem Trupp zugewiesen, weil die anderen unterwegs waren. Zwei sind nochmal in Ausbildung. Für jeden Trupp einen Psi-Soldaten. Die ihr natürlich gerne übernehmen könnt, wenn ihr Lust habt. Schreibt mir einfach Männlein, Weiblein, Name, vielleicht Nationalität und was euch sonst noch so einfällt. Vielleicht einen tollen Anfang für eine Hintergrundgeschichte oder so. Dann ziehe ich euch als Psi-Soldat durch diese Befreiung der Erde hindurch. Anne gerne, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Und ja, ansonsten sind ein paar Kleinigkeiten halt fertig geworden. Ich habe einen Soldaten wieder ins Kriegszentrum packen können, damit der seine negative Eigenschaft verliert. Jetzt bin ich am Überlegen, was ist noch gewesen in der letzten Runde? Wir haben eine Befreiung für Widerstandsleute gemacht, die angegriffen wurden. Zwei von dreien haben es mit mir zusammen aus der Mission herausgepackt, irgendwie. Die waren nämlich haarig. Aber ja, ansonsten ist eigentlich nicht großartig viel, was passiert. Ein bisschen Legierungen aufgesammelt war, glaube ich, in der Runde. Vorräte gefunden unterwegs und was zum Grunde. So, ist nicht wirklich so sonderlich was Besonderes nochmal gewesen. Wir warten noch immer auf die Verbesserung unserer Bewaffnung. 4 Tage noch. Und ansonsten halt die Ausbildung von unseren ersten Soldaten. Drei unserer Trupps sind unterwegs jetzt im Moment gerade. Und ich glaube, unser Anfängertrupp Delta, ja, dürfte als nächstes fertig werden. Die sind schon über 100%, aber denen habe ich mal diese Zusatzzeit gegeben, weil die halt, sag mal, ausrüstungstechnisch nicht so stark sind. Und auch viele Noobies halt drunter hängen. Ansonsten, Charlie ist im Überfall begriffen und Alpha evokiert mal wieder eine VIP. Und ich würde sagen, wir spulen dann jetzt erstmal im Templar HQ ein bisschen vor. Avenger berechnet neuen Kurs. Bis der Einsatz von Delta automatisch. So. Oh, ein neuer Guerilla-Einsatz gleich wieder gekommen. Ist Asien. Informationen. Gucken, wie gut die Infiltration ist. Korridor. 4%, na gut, der Trupp ist auch voll. Konnten 8 Mann mitnehmen, weil es ein Sondereinsatz war. Da gab es keine Infiltration. Ich glaube, den Einsatz hier können wir knicken. 11. Das wird mit mehr Einheiten noch. Definitiv nein. Würde ich dazu jetzt mal konkret sagen. Das lassen wir für Informationen. Okay, 120% infiltriert. Delta. In Westeuropa. Okay, wir sind in Birmingham, in den Slums der heruntergekommenen Grünanlage und zeigen dort einen winzigen Grabhügel. Mal gucken, ob wir erfolgreich sind. Daten aus Bergen.
Menace 1-5, wir haben das Advent-Datenarchiv in der Nähe Ihrer Position geortet. Aber Vorsicht, beim Ziel befinden sich selbstauslösende Sprengladungen. Rücken Sie vor, um das Paket zu entschärfen und zu extrahieren, bevor seine Inhalte zerstört werden. Ja, gucken. Sollen wir auf der Seite rüber oder auf der anderen? Ganz gute Deckung. Was haben wir denn an Oshinoki? Selber nochmal gucken, das ist nämlich eine Weile her, dass ich die losgeschickt habe, die Jungs und Mädels. Okay. Mal Cowboy los. Sich mal. Okay, bin unterwegs. Ohne Entdeckung suchen. Feindliche Einheiten entdeckt. Bildträger, wie es ausschaut. Soldaten. Ich meine, es war ein Schildträger. Kein Psy-Verstärker auf dem Rücken gesehen. Deckung für den Rest. Schon unterwegs. Okay. Bin unterwegs. Oh, ist nicht verkehrt. Halbedeckung. Eine volle. So. Nee, ein Panzer. Können wir uns nicht den Panzer ausleihen? Wäre doch mal praktisch. Bestätigt. Hier mit dem Scharfschützen. Ohne Feuerschutz. Gerne Gebiet. Vorne mit dem der Grenadierin. Immer schön politisch korrekt, ne? So. Dann gehen wir nach. Und los jetzt. Und dann haben wir die. Nah ran, aber. Verstanden. Okay. Gebe Feuerschutz. Immer gespannt, wie ich mich mit überwiegend, eigentlich nur, glaube ich, Standardwaffen schlage jetzt gegen die. Wow. Extrem krass eingestellten Feinde mittlerweile. Feindliche Einheit. Und es ist doch ein Psy-Soldat. In. Verstärker eben total übersehen, aber da auf dem Rücken leuchtet es lila. Die Soldat. Okay. Geschütz und zwei Advent und eine Drohne. Drohne. Verstanden, bin unterwegs. Entdeckt. Eine Übernahme der Drohne probieren, aber alles. Wenn man Feuerschutz. Verstanden. Halte die Augen offen. Wir könnten zwei Hinder der Wachsamkeit, aber die löst er erst am Ende des Zugs aus. Sollten wir jetzt in dem Zug etwas angreifen, bringt uns das nicht. Auch doof. Lassen wir ihn erstmal offen. Wurde von der Drohne gesehen, ne? Ah. Also ich würde es wagen, einem der Shinobis den Psioniker anzugreifen.
ist riskant, ich weiß. Aber irgendwie mir gerade nichts Besseres einfallen. Wir könnten natürlich noch mal ein bisschen warten, können noch mal locker leise hier voranlaufen. Ja, auch möglich. Langweilig. Wladimir, traust du es dir zu? Richtig, richtig fies zu sein. Uns wahrscheinlich noch mehr Gegner auf den Hals zu hetzen. Deckung ist aufgeflogen. Okay. Erstmal zu deinen Göttern. Jetzt keiner mehr. Sie haben mich gesehen. Oh, hatte ich doch nicht. Ah, okay. Dachte, ich hätte noch. Falsch gedacht. Wäre gesch. Mal den erstmal offen. Ich würde sagen. Haben wir Sitzen. Höchstens. Okay. Weiter Shinobi. Ionika wahrscheinlich erstmal in Stase versetzen, wenn ich die erkenne. Wären Dinger. Nein! Aha! Sehr schön. Hat es nicht in die Stase gepackt. Der ist erledigt. Gut. Kannst du dich um die Drohne kümmern? Positiv. Vielleicht die Pistole eigentlich, ne? Keine Munition verschwenden, wo keine Munition verschwendet werden muss. Okay, Cowboy. Du hast ja zwei Schuss auf den. Das panzerbrechende Munition. Sehr schön. Mal. Dann würde ich sagen, frühstücken wir mit dem Scharfschützen. Ja, doch, wir frühstücken mit dem Scharfschützen. Zweiten Gedanken. Rücke zur Zielposition vor. Erstmal Feuerschutz. Dabei. Wir haben ja hier hinten noch den Soldaten. Darf ich ja auch nicht lassen. Wir frühstücken definitiv mit dem Scharfschützen ab. Ziel getroffen, minimaler Schaden. Ernsthaft? Ich gehe schon. Anderes geplant. Super. Nicht mal knapp. Ja, das war so nicht gedacht. Hab nicht genug Schaden gemacht. Ach, zum Glück. Zum Glück nur einen Schadenspunkt. Das glaube ich dir, aber jetzt kriegt der Turm erstmal. So. Abschuss. Dafür.
Ne, du lädst erstmal nach. Bereit für den Angriff. Dann würde ich sagen, ihn hier. Der hat echt Glück gehabt, der hat voll wenig Leben, ey. Ungewohnt wieder mit so, ich sag mal, Anfängern schon unterwegs. Tipp zu gehen. Scanne Gebiet. Du kannst erstmal ein Stück weiter. Ist es auch sicher? Gebe Feuerschutz. Die hohe Deckung immer schnappen. Gasse da entlang Feuerschutz bieten. Und los geht's. Für den Block. Feuerschutz. Gebe Feuerschutz. Gas geben, würde ich sagen. Mal eine. Doch nach hier. Verstanden. So. Ein Scharfschütze, eine richtig schöne gedeckte Position. Ich würde jetzt ungern da auf den Übergang rüber. Und nach hier. Bin dabei. Weil er hinterher kommt. Okay. Schön. Von der Rüstung abgeprallt. Bodentruppen. Oh wow, wie viel Leben hat er? Was? Also die Upgrades, die mittlerweile bekommen haben, sind schon echt übel. Kann ich mal sagen. Ja, im Nahkampf killen ist halt so gefährlich. Herangehen ist ebenfalls tierisch gefährlich bei den anderen. Blenden oder splittern? Frage. Dann splittern, damit er zerfetzt wird. Granate! Oh, habe ich versehentlich einen Zivilisten mit erwischt? Ups. Lalala. Er war's. Okay. Flankiert. Ja, ran ist auch nicht gerade ungefährlich, ne? Bewege dann mich zur Schussposition. Du nach hier. Tempo. Sehr schön. Deine Schrotflinte hätte ich gerne gegen ihn. Sehr schön gekrittet, aber trotzdem etwas wenig Schaden. Dann hätte ich dich gerne hier. Okay. Ich hätte von dir gerne, dass du ihn da treffen könntest. Ja, ich glaube, das wird. Probieren wir den. Schade. Vielleicht eine Fleischwunde. Okay. Die Waffe verschlingt meine Munition. Genug gewartet. Für alle Fälle. Absolut und einzig und allein für alle Fälle. Und Jason Hilfsprotokoll.
bei 5 Grad. Um sein Leben zu retten. So. Rücke zur Zielposition vor. Nee. Metzelst den. Immer. 10. Gegen. Ja. Erledigt. Warum könnt ihr die 10 nicht mal gegen jemand Sinnvolleren bringen? Begebe mich zum Ziel. Du da schießt. Jetzt ernsthaft? Kaum ein Treffer. Meine Munition wird knapp. Ach ja. Okay. Du Schmielack. Dankeschön. Abschuss. Muss ja auch mal Glück haben, oder? Okay, vorwärts mit dir. Sporte los. Mir entgeht nichts. Grüner Mick. Zu tun. Artillerie-Schutzdinger. Sparmaketen, glaube ich. Oh. Ja, gut. Stehe unter Beschuss. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Hier. Sagen, Cowboy schnappt sich erstmal hier die hohe Deckung. Nähere mich der Zielposition. Und ein Elite-Stecher damit. Okay, Stecher jetzt nicht unbedingt zu meiner Favoriten von Ausrüstung, aber. Okay. Noch eine Drohne dazu. Gar nicht nur ungut. Panzerte. Punkte bräuchte man für. Kill. Versuchen wir doch erstmal die Drohne von unseren Füßen wegzukriegen. Gute. Jetzt komme ich. Okay. Übernahme. Mech-Artillerie. Mal gucken. Unterstützungsfeuer Mikroraketen, so hießen sie. Visiere einen Bereich mit exklusiven Raketenangriff an. Den versuchen wir dann hoffen. Schaffst du. Nein! Konzentriere dich! Das waren Geisterkugeln, die gingen genau mittendurch. Ich hab keine Munition. Verdammt. Wir könnten uns da durchschnetzeln, aber das wäre sehr, sehr ungesund. Wäre sehr, sehr, sehr ungesund. Nicht zu sagen sehr, 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 sehr ungesund. Ja. Chase. Leider noch nicht gut genug, um blitzschnelle Reflexe zu haben. Gut. Weil er ist gut genug, um eine Blendgranate dort hineinzuwerfen. Den Feuerschutz hat allerdings der Mech. Oh, wo? Wir haben doch. Wo ist Olga? Was ist da drüben? Weiß ja nicht, ob die. Nee. Dann würde ich sagen, bei uns hier. Köpfe runter!
Gut. Ja, sie wird ja von der Drohne gesehen. Kann die Drohne ja auch von hier aus. Yes. Ah. Konzentriere dich! Brauche Munition! Zieh los! Du blendest jetzt hier vorne die beiden. Lichtblitz! Auf jeden Fall keine Granaten. Okay. Lass ich mal dahin. 40. Mach mal Pistolenfeuerschutz. 8-Ball. 86% auf den Hüter. Wäre göttlich, wenn der trifft. Bitte, bitte. Oh, sehr schön. Hat zwar schadensmäßig nicht ganz gereicht, aber trotzdem. Schöner Schuss. Mal sagen. So, die beiden sind jetzt desorientiert. Oder den besseren Schuss. Das Ding. Wurde ja mal Zeit. Gut. Okay. Kommt die Kanone bestimmt. Sie haben mich hässlich aus. Ich bin hier festgenagelt. Gar nicht mal so schön, diese Kanone. Das war echt nur sagen. Nein, nein. Oh, bitte keine Schlangen. Oh, scheiße. Sie kommen von der Seite. So, okay. Bin wieder da. Muss ich ganz kurz mal weg. Aber für euch hat das keinen Unterschied. Ich hab's nur kurz gesagt, damit ihr euch nicht wundert. Na, Schnitt. So. Auf jeden Fall erstmal nachladen. Nächstes Mal wagen. Komm, wir haben jetzt gerade so viele Gegner hier. Prozent. Werte von Sicherheit und Verteidigung. Ich trau mich nicht. Das ist so schon schwer genug. Nee. Nee. Och. Es ist zu hart. Übernahme läuft. Die Übernahme läuft gar nicht. Hab ich ab. Halt in einer nicht brauchbaren Position momentan. Oh, Feuerschutz, falls irgendwas näher rankommt. Feuerschutz der Desorientierten und von dem Hüter natürlich. Null Prozent. Ja. 5%. Krass. Gut, nee, also den Schuss geben wir nicht ab. Lief nicht. Laden. Jetzt auch nicht wirklich so das viel bessere Ergebnis. Waffe geladen. Prozent. Au. Oh. Kommst du mit Brenngranate? Ja.
Eine bessere Position für dich? Ah, nein. Feuerschutz. Feuerschutz. Den Feuerschutz würde er noch im Rauch auslösen. Na, die angreift ebenfalls. Kriegt dann nicht kaputt. Jedenfalls nicht ohne einen Crit. Geht er extrem scheiße, wenn er da angreift. Hier hin oder wir sehen es nicht. Bleiben. Das wäre noch so das Beste, was wir machen könnten. Allerdings, ja. Halt auf Lucky's Shot angewiesen. Andererseits würde den Feuerschutz auslösen. Innerhalb des Rauchs. Sagen wir, probieren das mal. Für den Fall, dass sie überlebt und umspringt. Eine Nage, das habe ich jetzt vergessen zu kommen. Na super. Ein Zehner. Eben hat es einen Zehner. Würde jetzt nicht besonders bringen, aber eben warst du besser. Ja, wir haben ja noch eine. Ganze. So. Ich könnte vielleicht gebrauchen. Der ist erledigt. Oder? Rutscht dich ein Autolader. Schön. Ich habe hier was Nettes. Ah, definitiv. 86% auf den Hüter. Sehr hohe Chancen zu töten. Dann probier's. Oder haben wir noch jemand anderen? Kurz gucken. Bürger muss da weg. Andererseits könnte sie den Seitenwinder da blenden, ne? Nicht wirklich verkehrt wäre. Aber steht da einfach zu. Also erstmal außer okay, Sicht. Ich bin unterwegs. Deckung. Mir entgeht nichts. Cowboy. Und Chase. Sollen wir bei Chase den Rauch aufgeben und dafür in eine hohe Deckung rein? Möglichkeit, ne? Wären auch näher dran. Wäre natürlich auch näher dran, geflankiert zu werden. Kein Problem. Wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Nein, Schrödingers Katze ist tot. Nicht definitiv. So, okay. Immer noch Cowboy und... Oh. Weiß ich. Auch schon, ne? Eggball kann auch auf der dort. Prävention und Befehl sind verfügbar. Bringt uns Befehl was? Das wäre jetzt die Frage, ne? So, dass wir nochmal einen Schuss mit 55% abgeben, fällt mir da jetzt ehrlich gesagt nichts ein. Wir könnten ein bisschen näher ran, dann kommen wir aber aus dem Rauch raus und haben keine hohe Deckung mehr. Könnten ein bisschen näher ran,
und aufs Dach zum Beispiel, damit zumindest zwei Leute nerven. Oh. Ja, das probiere ich. Okay. Bei Lebenspunkten zwar jetzt auch nicht gerade unriskant, aber was machen. Menace 154 Avenger, das Zielpaket wurde bestätigt. Versuchen Sie nun die Bergung. Wieder bye bye, hoffentlich. Dankeschön. Das war's für dich. Bitte Feuerschutz. Ich meine. Ziel eliminiert. Okay, aber den Fehler hatten wir schon einmal. Ziel verfehlt. Überprüfe Visier. Wann liegt das? Das muss ein Mod-Fehler sein. Es war blöd jetzt, schon komisch. Das ist blöd, so einen Vorteil zu haben, aber komisch. Ich rücke aus. Hab ihn erwischt. Irritiert mich. Verstanden. Rücke ab. Was ist das? Und spielt mir jetzt das Spiel wieder ab. Finde ich blöd. Ich kann mich erinnern, wir hatten das schon einmal. Es können keine Schadenszahlen angezeigt werden. Okay. Auch wieder funktioniert. Habe kaum noch Munition. Gegner für mich. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Warten, der Mac ist noch da. Der kann uns noch tierisch nerven, ne? Befehl bestätigt. Panzerung getroffen. Hoher Munitionsverbrauch! Sturm und Schuss. Ja. Stimmt, war ja betäubt. Deswegen kann sie nicht so weit. Mann, Feuerschutz, vielleicht kommt er ja runter. Das ist vielleicht. Sagen, du bleibst erstmal da unten drin stehen mit deinem einen Lebenspunkt. Machst einen Pistolenvorschuss, falls irgendwas zu dir kommt. Ja, nicht glaube, aber hey. Schon Pferde kotzen sehen, bekanntlich, ne? Du kannst mal nachladen. Waffe geladen. Kannst du den Holo spielen? Ah, okay. Das doch mal.
Stärkung müssten wir, glaube ich, abwiegeln können einmal. Würde uns sehr zugutekommen. Jetzt nach. Bleibst aber hinten. Scanne Gebiet. Jetzt Daumen drücken. Okay, ein Streifer, schade. Schwacher Treffer. Daumen drücken, dass er uns keinen tötet. Und dass vor allem das Spiel wieder richtig funktioniert. Wobei... Verdammt! Okay, es funktioniert wieder richtig, aber Chase ist am Verbluten. Unschön. Naja, wir haben ja Leute da, die sie retten können. Oder auch nur sie. Ich würde sagen, es ist eine sie. Kommst du jetzt bis zu dem Mac? Kannst du ihn töten mit einem Schlag? Die Chance besteht. Was? Gut. Dann ziehen wir 8-Ball erst hier. Okay. Dann ziehen wir Olga nach hier. Hoffentlich lohnt sich das. Sogar. So. Du gehst dann erstmal. Begebe mich zur Zielposition. Sachen klauen. Geschafft. Dann jetzt ganz wichtig. Brauche Evakuierung. Ranger anfordern. Hier Firebrand. Evakuierungsanforderung bestätigt. Durchhalten. Und dann Intervention ist das, glaube ich, ne? Weil zusätzlich Runden auf dem Einsatztimer auszugeben. Nee, das ist für die Containersprengung dann. Ah, den hat er noch gar nicht. Nur kurz gucken. Das ist für den Einsatztimer genau richtig. Wird 6 Runden für die Kiste haben. Okay, wir müssen uns also definitiv auf die Verstärkung einstellen. Ich würde sagen, Natsuki kümmert sich hier um die Kiste. Und Natalia kümmert sich um unsere Kollegin der kommenden Runde. So, Alexei, du kannst nach hier gehen. Okay. Dann, da gerade keine Gegner da sind, erstmal nachladen. Holen wir sie uns. Die Kavallerie ist da. Nächste Runde, also nach dieser Runde so gesagt, kommt die Verstärkung. Können wir Hilfeleistung durch uns machen? Was? Ja, gut. Dann stabilisier. Die Medikits können alles heilen. Ah, das wäre schön. Ja, Schutz. Mir geht nichts. Heck übernimmst du. Versuche einzudringen. Ja, wir gehen auf den kleinen Infospeicher. Natürlich hat man wieder die große geschafft. Einfach nur merkwürdig. Gut. Menes 1-5, Status bestätigt. Feuerschutz. Die Ladungen sind entschärft und das Paket gesichert. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde in der Nähe des Einsatzgebiets. Feuerschutz. Bestätigt, die Überwachung läuft. 8-Ball, Feuerschutz. Na los, zeigt euch. Olga, Feuerschutz. Bin dabei. Auf Pochen, dass unser Feuerschutz ordentlich... Und los geht's. ...ordentlich reinrupft. Ansonsten kriegen wir mit der Verstärkung ein Problem. Feuerschutz.
Okay, die sind auf der anderen Seite reingekommen. Interessant. Habt ihr da eine Kollegin? Das hält mich nur auf. Geh mit ihr. Bin schon dabei. So, einfach nochmal hier Feuerschutz. 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 Gebe Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Gucken, ob wir die Scanne Gebiet. Na los, zeigt euch. Ignorieren können. Keine Bewegung. Mit Bewegen tun sie sich. Und sein, dass wir gleich. Genau, über den Zug. Advent-Einheiten gesichert. Meine Position. Ja. Fick dich. Lass dich abschütteln. Feind erledigt. Ja, was steht denn dort? Ein Feuerschutz an, das ist schon mal gut. Natürlich gefährlich, darüber zu gehen. Es könnten noch mehr Einheiten dort sein, ne? Mach mal Fläche von da aus. Bitte? Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Will er mich verarschen? Ernsthaft? Oh Mann. Och, das Ton ist das. Oh. Ziel eliminiert. Schon unterwegs. Bin dabei. Na los, zeigt euch. Bestätigt, Überwachung läuft. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay. Firebrand ist da. This is Firebrand. It's time to go. Hat ein bisschen einen sauren Beigeschmack. Und los geht's. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, dass das alles überleben. Bin auch einer extremst lediert, aber wird erledigt. Eigentlich wäre Cowboy tot. Oder zumindest auch auf der Schulter von jemandem. Und wahrscheinlich noch irgendjemand mehr, weil wir dann niemanden gehabt hätten, der die Viper so schnell killen können. Das ist komisch. Los, los, los! Noch rein. Verstanden, rücke aus! Rücke aus! Und los geht's! Ab nach Hause! Ja. Okay. Und trotzdem. Schöne Mission. So, oh, ich habe Olga übersehen. Tut mir leid, Olga. Tut mir leid. Ab nach Hause. Auch Olga darf nach Hause. Okay. Alle X-Com-Agenten in Sicherheit. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Meines 1-5 Status bestätigt. Mission erfüllt. Der Redner ehrte heute loyale Bürger für ihren Kampf gegen jene, die unsere Werte für die der alten Welt untergraben wollen. Dieser Ehrung folgte eine Schweigeminute für die von XCOM ermordeten Friedenshüter. Gut, wir haben den winzigen Grabhügel ausgegraben. Dann. Und. Ein Meister auf jeden Fall ist nicht für mich. Ach, Meister.
Ach, Mensch, das ist auch ganz. Trotzdem die Meister. Meister. Schaden machen. Ah. Okay, Natalia Sidorova, das Revitalisierungsprodukt. Heute nicht tragen muss. Reflexe? Oh ja. Ungefähr. Besserung. Machend oder defensiv? Wenn wir defensiv wählen, habe ich bei einem der stärkeren Grenadiere jetzt mitbekommen, wären die Stachelgranaten vielleicht auch mal. Stachelgranaten können 50% Chance betäuben. Probieren wir es mal aus. Gehen wir hier mal auf den Beschützer. Weiter. Loot. Das war's. Für heute sag ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß im Rest des Tages. So wie ihr auch hoffentlich an dieser Folge hier Spaß gehabt habt. Tut mir leid, dass diese eine Folge ausgefallen ist. Aber das Video hätte euch keinen Spaß gemacht. Waren viel zu viele Fehlstellen drin. Glücklicherweise hatte ich ja noch Zeit, ein bisschen was aufzunehmen. Ich werde mich dann machen, dass ihr das auch bekommt für den Sonntag. Und habt ein schönes Wochenende gehabt. Wenn ihr dieses Video gesehen habt, ist es ja schon fast rum. Habt noch viel Spaß. Noch eins zu sagen. Mich. Ciao.